Bei uns ist Herr Generalvikar Michael Bautz. Er ist heute Generalvikar des Bistums Dresden-Meißen. Aber das ist ja noch nicht lange, denn bis, ich glaube, 2006 war er als Priester in Kuba tätig, 10 Jahre lang. Herr Generalvikar, Sie kennen die Arbeitsbedingungen der Kirche und Sie können auch frei sprechen, im Unterschied zu denen, die heute noch auf Kuba Dienst tun. Wie frei kann die Kirche arbeiten? Wie schwer ist der Alltag für die Kirche in diesem totalitären Land? Wichtig war für mich, als Freund der Kubaner zu leben. Nicht als jemand, der so überlegen sein will oder der alles kann, sondern mitzuleben mit diesen Menschen, oft sehr einfachen Menschen, aber fröhliche Menschen, familiären Menschen und die Hunger haben, auch die frohe Botschaft zu empfangen. 2 Worte waren am Anfang für mich sehr deutlich gleich da. Das eine war Rekonziliation. Der junge Bruder hatte schon gerade gesagt, die Versöhnung, die muss im kubanischen Volk ein tragendes Wort sein. Und das zweite ist die Hoffnung. Von diesen beiden Worten habe ich mich inspirieren lassen. Und habe zunächst einmal täglich die Heilige Messe gehalten, Katechesen aufgebaut und vor allen Dingen, da ich ja niemanden kannte, die Kranken besucht. Kirche ist in Kuba für die Menschen wichtig. Sie war ja von 1961 bis 1986 gleichsam nicht mehr existent. Ich habe einen Mitbruder erlebt, der später mich da besucht hat, der ausgereist ist und gesagt hat, die Kirche geht in Kuba unter. Und dann außer Landes gegangen ist. Die Kirche lebt. Und sie lebt heute als Hoffnungszeichen der Menschen. Sie ist Freund der Menschen. Und das ist vielleicht das Größte, was die Kubaner brauchen. Sie brauchen Freunde. Sie brauchen nicht Unterdrücker. Sie brauchen auch nicht Leute, die sie kritisieren. Es gibt ein Wort kritisieren, nie ein Kubaner. Sondern lass sie das selbst machen. Und sei ihnen Freund und hab Verständnis, auch wenn es nicht immer so alles klappt, wenn einiges durcheinander geht. Hab Verständnis und geh mit ihnen den Weg, den die Kubaner gehen. Ich denke, dass es auch für uns heute wichtig ist, diesen Weg mit ihnen zu gehen, durch Hilfe, auch durch Medikamente und vor allen Dingen als Freunde. Danke, Herr Generalvikar. Nun ist ja in Kuba etwas passiert. Manche sprechen von einem Umbruch. Fidel Castro hat sich zum Teil zurückgezogen. Und Sie haben ein Buch geschrieben, Herr Dr. Wulffen, Kuba im Umbruch, gerade veröffentlicht. Sie können das gut beurteilen, wie weit dieser Umbruch geht, denn Sie waren bis Ende 2005 als deutscher Botschafter in Kuba. Gibt es diesen Umbruch wirklich? Wie weit reicht er? Und Sie hatten ja auch während Ihrer Botschafterzeit viel Kontakt zur Kirche, haben in Ihrem Buch auch der Kirche ein großes Kapitel gewidmet. Wie wichtig ist nach Ihrer Einschätzung die Kirche für die Zukunft Kubas? Vielen Dank, Herr Rack, dass Sie mir Gelegenheit geben, ein paar Worte zu sagen. Ich denke schon, dass die Kirche jetzt im Übergang, in der Transformation, die in Kuba begonnen hat, eine wichtige Rolle spielen wird. Die Kirche hat in den letzten Jahren einen Wandel durchgemacht. Wir haben noch im Jahre 2003 im Hirtenbrief des Kardinals von den Sünden sozusagen gesprochen, die das Regime begangen hat. Ich denke zum Beispiel an die große Armut, in der viele Menschen leben. Ich denke auch daran, wie die Familien leiden in Kuba und viele andere Schwierigkeiten, die in dem Hirtenbrief aufgezeigt worden sind. Aber mittlerweile habe ich den Eindruck, dass die katholische Kirche sich um das Gespräch mit Raúl Castro bemüht, dass sie, das Wort Hoffnung ist eben gefallen, eben die Hoffnung hat, dass unter Raúl Castro die Weichen neu gestellt werden, dass es nicht nur außenpolitisch neue Koordinaten gibt, sondern auch im Inneren eine neue Entwicklung
sich vollziehen kann. Und wenn wir ein bisschen näher auf das, was in den letzten Monaten in Kuba geschehen ist, blicken, sehen wir, dass es, wenn auch nur kleine, aber immerhin, dass es ein paar Veränderungen gibt. Ich denke zum Beispiel an den Versuch, in der Landwirtschaft, in der kubanischen Landwirtschaft Strukturveränderungen durchzuführen, dass man den privaten Bauern endlich, muss ich dazu sagen, mehr Land gibt. Wer in Kuba gelebt hat, weiß, wie überwuchert das Land ist von Unkraut, von dem berühmten Marabu, dieser Dornenhecke, die überall wächst, wie die Landwirtschaft vernachlässigt worden ist. Also das ist ein wichtiger Punkt, dass hier der Versuch unternommen wird, die Landwirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen. Ein zweiter Punkt ist, dass eine ganze Reihe von Verboten gelockert worden sind, die Raúl Castro selbst als unsinnig bezeichnet hat. Ein dritter Punkt ist, dass doch immerhin gerade auch unter der Jugend Diskussionen beginnen, dass sich viele fragen, ist das der richtige Weg, auf dem wir sind? Dass wir von Blogs hören, die im Internet auftauchen, wo man sich kritisch äußert, ohne dass diejenigen gleich ins Gefängnis geworfen werden. Also es ist ein gewisser Aufbruch vorhanden, wenn auch sehr langsam, wenn auch sehr verhalten. Wir müssen aber auch gleich sehen, dass es Dinge gibt, vor denen wir sehr skeptisch stehen müssen. Ich denke, es hat kein Generationswechsel jetzt stattgefunden. Viele haben damit gerechnet, dass wir jüngere Leute in der Führung haben. Es sind aber die alten Herren, die weiterhin das Sagen haben, 70, 75, 80 Jahre und noch älter. Auf diesen Generationswechsel warten wir noch. Ich möchte noch mal auf die Kirche jetzt zurückkommen. Wandel auch in der Kirche, der Versuch, über den Dialog mehr herauszuholen, über den Dialog mit den Machthabern in Kuba, auch etwas, was Sie eben angesprochen haben, Kommandante Huber Matos, dass wir etwas tun können für die politischen Gefangenen, indem wir eben mit dem Regime sprechen, indem wir sozusagen nochmal den Versuch unternehmen, über einen Dialog ein Stück weiter zu kommen. Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich habe meine eigenen Erfahrungen gemacht. Wir sind ja 2001 mit einem ganz neuen Programm nach Kuba gekommen. Wir wollten die kulturelle Zusammenarbeit aufbauen. Wir wollten ein Goethe-Institut gründen. Und alles das ist im Grunde in einem Scherbenhaufen gelandet, weil eben im Jahre 2003 75 Oppositionspolitiker verhaftet worden sind und dann die europäischen Botschafter dagegen protestiert haben, die Oppositionspolitiker zu ihren Empfängen eingeladen haben und dadurch den Zorn von Fidel Castro auf uns gezogen haben. Aber meine Hoffnung ist, um es damit abzuschließen, meine Hoffnung ist, dass Raúl Castro aus dem Schatten seines älteren Bruders, der zweifelsohne immer noch da ist und der sich als die moralische Instanz sieht, herauszutreten und neue, wirklich neue Wege zu beschreiten. Das ist meine Hoffnung und wir sollten, glaube ich, auch als Kirche, sollten also diesen Weg beschreiten helfen und hier Hilfestellung geben. Schönen Dank. Vielen Dank, Dr. Wolfen. Jetzt ist viel die Rede gewesen von Menschenrechtsverletzungen. Und da stellt sich natürlich die Frage immer auch an die Politik. Was kann die Bundesregierung tun? Was kann man überhaupt von Deutschland aus tun? Vielleicht auch der einzelne Bürger, der sich einen Urlaub in Kuba überlegt, um etwas zur Verbesserung der Verhältnisse beizutragen. Und da freuen wir uns, dass Arnold Fatz bei uns ist, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und einer der Abgeordneten, die sich seit Jahren am stärksten für Kuba einsetzen. Herr Fatz, wie ist Ihre Einschätzung? Die europäische Politik kann die kubanischen Dissidenten fragen, was sie für den richtigen Weg halten, was die westliche Welt tun sollte. Seit ich aber mich mit Kuba beschäftige, unterlässt die europäische Politik diese Frage an die kubanischen Dissidenten. Sie ignoriert sie genauso, wie man früher die Dissidenten in der DDR ignoriert hat. Und auch hier an diesem Tisch muss ich erst mal feststellen, dass
die Beiträge, die ich bis jetzt gehört habe, also jetzt mit Ausnahme von Huber Matos und auch mit Ausnahme von Herrn Vasquez, alle auf die Akzeptanz der Abwesenheit von Demokratie auf Kuba hinauslaufen. Es gibt, wir reden von kleinen Veränderungen, von dass es jetzt Privatland gibt und so weiter. Mit allen diesen Dingen ist überhaupt nichts gelöst für Kuba. Entweder, wir müssen fragen, wollen wir, dass es auf Kuba Selbstbestimmung, Demokratie, Pluralismus, Wettbewerb von verschiedenen politischen Vorstellungen und Ideen gibt? Ja oder nein? Im Augenblick ist die Situation die, dass die Frage mit Nein beantwortet werden muss. Und alle diese Dinge, über die wir reden, Befreiung von politischen Gefangenen und so weiter, kleine Schritte, sind alles Schritte im Rahmen der Diktatur. Alles Schritte im Rahmen der Diktatur. Und wenn die westliche Welt den Anspruch aufgibt, Kuba zur Demokratie zu verhelfen, dann sollte sie ihre Kuba-Politik ganz und gar einstellen. Das ist meine persönliche Meinung. Meine persönliche, nicht die meiner Fraktion. Selbstverständlich muss man humanitäre Hilfe leisten, wenn beispielsweise so ein furchtbares Unglück passiert ist, wie gerade der Tornado und so weiter. Und das darf man auch nicht an politische Bedingungen knüpfen. Das sind alles Grundselbstverständlichkeiten des politischen Handelns. Wenn wir aber über die Frage reden, wie wir politisch mit Kuba umgehen wollen, dann ist zunächst die Frage zu beantworten, wer spricht für Kuba? Wer ist Kuba? Wenn wir von einer Annäherung zwischen der Europäischen Union und Kuba reden, dann meinen wir immer eine Annäherung zwischen der Europäischen Union und den Castro-Brüdern. Nicht aber eine Annäherung zwischen der Europäischen Union und den kubanischen Dissidenten. Es kommt im Übrigen auch nicht darauf an, lediglich dafür einzutreten, dass die Gefangenen auf Kuba freigelassen werden. Das sollte eine Grundselbstverständlichkeit sein. Aber die Gefangenen auf Kuba sind deshalb gefangen, weil sie eine Überzeugung hatten. Und diese Überzeugung, das ist keine Krankheit oder keine Schwäche, aus der man jemandem helfen muss, sondern diese Überzeugung ist ein menschliches Grundrecht und eines der großen Hoffnungen für Kuba. Und wir müssen nicht sagen, die Gefangenen müssen freigelassen werden und alles ist gut, sondern sie müssen nicht nur freigelassen werden, sie müssen die Möglichkeit erhalten, ihre politischen Ideen zu äußern und ihnen nachzugehen und sich zu organisieren, um sie durchzusetzen. Das ist das Ziel. Und wenn wir das nicht machen, und ich glaube, wir machen es nicht, dann läuft im Grunde wieder dasselbe ab, was auch in den 80er Jahren in der westdeutschen und westeuropäischen Politik bezüglich des damaligen Ostblocks abgelaufen ist. Die gesamte etablierte westliche Politik hatte den Status quo als endgültigen Status akzeptiert. An die Frage, ob es denn überhaupt zu einer Demokratisierung kommen könne, wurde überhaupt nicht gedacht. Kleine Schritte wurden definiert als Zugeständnisse von Mächtigen, die selbstverständlich die Macht eo ipso oder die Macht a priori ausüben, die auch nicht hinterfragt wurde. Und das wurde dann im Westen gefeiert als große Zugeständnisse. Auf die Revolution in Ostdeutschland war die gesamte westliche Politik in keiner Weise vorbereitet. Sie ist überrascht worden und schämte sich dann der Bilder, die sie in den Jahren vorher mit Honecker und Co. gemacht hatten. Genauso wird die Entwicklung, da bin ich sicher, auf Kuba auch sich ereignen. Denn um die Grundfrage, Demokratie ja oder nein, kommt Kuba nicht herum. Und ich bin der festen Überzeugung, egal wann, es wird auf Kuba eines Tages zur Demokratie kommen. Und dann wird
die gesamte westliche Akzeptanzpolitik des Status quo, eine Politik sein, an die der Westen nicht mehr erinnert werden will. Ganz herzlichen Dank, Herr Fatz. Helfen kann man auf mancherlei Weise heute in Kuba, vor allem aber über die katholische Kirche, die ja die einzige Organisation von Gewicht ist, die staatsunabhängig, wenn auch unter sehr starkem Druck, in Kuba arbeiten kann. Kirche in Not, das weltweite katholische Hilfswerk, hilft dort seit vielen Jahren. Ich habe hier Legoretta koordiniert, diese Hilfe. Und Sie sind ja, Herr Legoretta, mindestens einmal im Jahr seit, glaube ich, 14 Jahren immer im Land, reisen durch das ganze Land und sehen auch die Fortschritte. Was kann die Kirche denn wirklich tun und wo braucht sie und warum braucht sie dazu die Hilfe, auch hier aus den deutschsprachigen Ländern? Es ist nicht einfach, Kuba zu helfen. Und kann man an große Fälle denken, wie schwierig ist, Kuba zu helfen. Kirche in Not ist keine Amnesty International. Vor einigen Monaten war dieser veröffentlichte Rapport. Und ich habe mitgebracht extra, weil Kirche in Not, wie gesagt, es ist keine Menschenrechte Hilfswerk. Es ist ganz deutlich, was hier sehen, weltweites Hilfswerk, päpstliches Recht. Wir wollen die Bedrohte und die Vergottene, auf Englisch, Kirche. Einmal habe ich mich gefragt, ob Kuba eine bedrohte oder verfolgte Kirche ist. Die Kirche, wenn wir sprechen über die Lage, die katholische Kirche in diesem Moment, ich habe immer gesagt, nach 13, 14 Jahren, die Bischöfe waren sehr aktiv, für eine Befreiung und eine Versöhnung zu finden. War immer ihre Aufgabe, wie immer. Meine rechte Hand weiß nicht, was meine linke Hand gemacht hat. Die haben immer begleiten die Arme, begleiten die Leprakranken, begleiten die Altenheime, begleiten die Gemeinde mit viel Notwendigkeit sind. Und natürlich, wer ist zuständig nach einer Naturkatastrophe? Die Kirche. Wer macht etwas, wenn es gibt ein Erdbeben in Kolumbien, in Venezuela? Ich bin zuständig von ganz Lateinamerika-Abteilung, die katholische Kirche. Wir wissen, dass Demokratie in Lateinamerika ist sehr schwach. Und auf diesem Grund, die katholische Kirche spielt eine Rolle als Ersatz. Und seit mehreren Jahren, die Kirche hat diese Rolle gespielt. Wie ist die Lage heute? Es gibt keinen großen Unterschied, was Pater Bautz gesagt hat. Im Moment, die bekommen Genehmigung, nach 5 oder 6 Jahren Wartezeit. Die bekommen eine Genehmigung, von einem neuen Auto zu kaufen, nach 3, 4, 5, 6, 7, 9 Jahren. Die bekommen ein bisschen mehr Genehmigung von Reis für die Seminaristen. Es gibt 50 Seminaristen im ganzen Land. Die bekommen einige Genehmigungen für eine Prozession. Wissen Sie, dass die katholische Kirche eine Prozession, wo die Frömmigkeit Volks ist sehr wichtig. Und in den letzten 3, 4 Jahren, die haben Genehmigung bekommen, 6 Monate vor einer 2-Stunden Prozession. Und die bekommen auch einige Genehmigungen, 3, 4 Bistumen für eine Radiosendung in Ostern und Weihnachten. Das ist eine neue Sache. Wenn wir sprechen, dass die katholische Kirche bedroht und verfolgt ist, es ist nicht so. Es ist eine Kirche, die aktiv ist, mehr als man denkt. Ich habe mehrere Missionare gehört, aus Mexiko, aus Honduras, aus Brasilien, die mochten lieber in Kuba arbeiten, weil dort ist sehr aktiv die Kirche. Man arbeitet besser. Warum habe ich dieses Kalender mitgebracht? Dieser Kalender, die für uns eine einfache Sache ist, ist eine unglaubliche Hilfe, dass Kirche in Not geholfen hat. In den letzten 6 Jahren, die katholische Kirche hat diesen Kalender gedruckt in Mexiko, weil die Leute wissen sie nicht, wann ist Vollmond, wann ist die heilige Feste, wann ist die Heiligabend, wann ist Ostern. Man glaubt nicht,
dass die Isolation, nochmal wieder, es ist sehr stark. Und die katholische Kirche bemüht sich nicht nur an den pastoralen Bereich, sondern auch an die menschliche, an die normale kulturelle Sache, ein Kalender. In diesem Jahr feiert die katholische Kirche die 400 Jahre die Jungfrau Virgen del Cobre. Ein sehr großes Fest, wo die Kubaner sehr, sehr stark sind. Und dieser Kalender zeigt die ganze Geschichte über die 400 Jahre von der Jungfrau del Cobre. Was macht Kirche in Not und was ist die Lage in der Zukunft? Bistum Guantanamo, wissen wir alles, wo Guantanamo ist, hat der Bischof und ein kubanischer Priester plus drei Ausländerpriester mit einem Bistum von 500.000 Menschen. Der Bischof wartet seit langen Jahren auf neue Missionare. Wenn wir denken, was warten wir, Guantanamo-Bistum, für die nächsten 10 Jahre, eine ganz schwierige Situation. Er bekommt kein Visum und er hat keine Priester. Und die Gemeinde braucht einen Priester. Die Laien. Die Laien sind die Zukunft für die Kuba. Gute ausgebildete Laien, gute Kateketen, die Priester zu helfen. In den nächsten 10, 20, 30, ich glaube 50 Jahre, Kuba wird in Notsituation von Missionar. Von 11 Millionen, die haben nur 300 Priester. Die haben mehrere Schwestern, die begleiten die Gemeinde. Aber es ist nicht nötig, ist nicht genug. Wir können nachdenken in Brasilien, wir können nachdenken in Afrika. Das gleiche Situation, aber Kuba, weil die Situation seit 50 Jahren problematisch ist von Personal, das wird eine schwierige Lage für die Kirche. Die Kirche macht, was sie kann. Sie können viel tun, aber ein Priester in Kuba ist 10-mal seine Aufgabe als ein Priester in Deutschland. Das Schlusswort in unserer Runde gebührt Huber Matthes. Bueno, yo quisiera decir algo, añadir algo. Ich möchte gerne noch etwas zu dem ergänzen, was wir gerade gehört haben. Europa kann sehr viel dafür tun, um eine Änderung in Kuba zu erreichen. Vielleicht wissen die Europäer gar nicht, welch großen Einfluss sie auf Kuba haben. Auch die Europäische Union blickt auf Kuba. Sie hat zum Beispiel die Opposition unterstützt und ihr geholfen, zum Beispiel indem sie ermöglicht hat, dass Systemgegner westliche Botschaften besuchen. Das war sehr gut und wurde gut aufgenommen, nicht nur von der Opposition, sondern auch von einem Großteil des kubanischen Volkes. Die Menschen haben gespürt, dass es eine Solidarität gibt, eine Solidarität zwischen der europäischen Demokratie und dem kubanischen Volk. Y darle apoyo, darle oportunidad. Eso fue recibido como una cosa muy positiva, no solo por la oposición cubana, sino por sectores del pueblo cubano, que se dieron cuenta que había una expresión de solidaridad de la democracia europea hacia el pueblo de Cuba. Pero desgraciadamente, cuando el gobierno de España cambió, als die Regierung in Spanien wechselte und die Sozialisten an die Macht kamen, da änderte sich auch der politische Kurs Europas gegenüber Kuba. Das entmutigte nicht nur das kubanische Volk, sondern ließ auch die Opposition als Waisenkinder zurück. Dieses Gefühl, als Waisenkinder behandelt zu werden, durchdrang nicht nur die Opposition, sondern nach unseren Informationsquellen die ganze Gesellschaft. Es traf alle Menschen in Kuba, die nach einem demokratischen Wechsel gerufen haben. Todo el que en Cuba clamaba por un cambio hacia la democracia. Es triste. Es ist sehr schade, dass das passiert ist. Wir, die wir uns nach einem Sieg der Freiheit und Menschenrechte auf Kuba sehnen, würden gerne eine echte solidarische Politik der Europäischen Union mit dem unterdrückten kubanischen Volk sehen. Leider ist vielen Ländern Lateinamerikas die Lage in Kuba egal. Grund ist die kluge Politik Castros.
Außerdem haben alle Regierungen, die etwas Solidarität mit dem kubanischen Volk gezeigt haben, selber Probleme und Unfrieden, zum Beispiel mit Guerillas. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass die Waffen der Castros in Bezug auf Erpressung und Ausübung von Druck gegenüber der anderen Regierung in Lateinamerika enorm sind. Eine Bemerkung zum Schluss. Der Fall Kubas ähnelt dem Fall des europäischen Ostens. Er ist aber auch ein klein bisschen anders. Das kubanische Regime hat die Erfahrungen von Stalin und anderen Machthabern der Sowjetunion benutzt. Wie Jorge Luis Vázquez eben gesagt hat, haben sie alle Methoden des repressiven Systems angewandt, so wie der KGB oder die Nazis hier in Deutschland. Sie haben diese Polizeistaatsmethoden angewandt. Fidel Castro hat seine ganze Intelligenz dafür benutzt. Es besteht kein Zweifel, dass Castro sehr schlau ist. Er ist pervers, aber unglaublich intelligent. Mit der List und Tücke wie ein Hollywood-Schauspieler, wie ich vorher gesagt habe, und fähig zu jeder Art von Täuschung und Bosheit. Con las astucias, además, como dije al principio, de los artistas de Hollywood, capaz de todas las simulaciones y de todas las maldades. Trotz allem wird das kubanische Volk wieder seine Rechte erlangen. Wir werden den Wechsel erleben. Aber anders als damals in Polen oder anderen Ländern Osteuropas. Kuba wird seine Rechte wieder erlangen, weil die Tyrannei besiegt ist. Die Machthaber haben keine Lügen mehr, die sie verbreiten können. Außerdem sind sie wirtschaftlich total am Ende, gebrochen. Trotz der Indoktrinationsarbeit kann die Jugend auf Kuba nicht mehr an das System glauben. Sie kann es nicht mehr glauben, weil der Rückschritt so groß ist, so tragisch, so elend, dass keiner mehr akzeptieren kann, in einer solchen Gesellschaft zu leben. Trotz allem also wird der Wechsel kommen. Man kann nicht mehr glauben an das System. Man kann nicht mehr glauben, weil es so desastroso war. Der Retroceso der Sozialität Kubaner war so kalamitoso, so terriblemente kalamitoso, dass niemand akzeptieren kann. El vivir en una sociedad como esa. Así es que, a pesar de todo, pues el cambio viene. Pero...